Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit mir, dem Mr. Merp. Heute mal wieder mit einem Replay der Real Boys 7. Das ist eine Menschenmannschaft, die über 2050 Punkte wert war, wenn ich mich richtig erinnere. Also sie war sehr viel mehr wert als meine OP-Shorties. Denn heute ist mal wieder Zwergenzeit und ihr habt es ja auch schon aus dem Titel entnehmen können. Heute haben wir das Thema unterstützen, im Englischen Guard. Meine OP-Shorties sind deswegen so OP, weil sie Tackle haben, weil sie Blocken haben und weil inzwischen fast jeder von ihnen unterstützen hat. Und ja, die Auswirkungen dieser Unterstützenfähigkeit werde ich jetzt euch hier in diesem Spiel mal ein bisschen zur Schau tragen. Das Unterstützen ist einfach barbarisch. Insbesondere, wenn es viele, viele der Spieler haben und man die Möglichkeit hat, einigermaßen geballt aufzutreten. Ich erinnere mich, ich bekam, glaube ich, den Ball. Genau, der Gegner. Moment, wir machen ganz, ganz kurz mal Pause an der Stelle. Nur mal zu schauen, wie momentan die Spielerverteilung so aussieht. Der Gegner, ihr seht, der hat einen Oger. Der hat zwar schon mal ein bisschen, Dreck fressen müssen, aber ihr seht, der hat abartige Werte. Der hat, ich glaube, das hier ist Tackle durchbrechen. Unterstützen, blocken. Der Typ ist brandgefährlich. Dann haben wir hier einen normalen Feldspieler mit Blocken und mit Tackle. Gut, Tackle ist gegen uns jetzt nicht so wichtig, aber gegen viele, viele andere Mannschaften, insbesondere Elfen, fatal. Dann ein weiterer Feldspieler, ebenfalls mit Blocken. Hier haben wir tatsächlich einen Blitzer mit Blocken und mit erhöhtem Rüstungswert. Gar nicht mal so schlecht, wenn man so darüber nachdenkt. Dann haben wir hier einen weiteren Blitzer mit Blocken und Knochenbrecher. Hier haben wir einen, das ist ein Elite-Blitzer, guckt euch das mal an. 73 von 76 Punkten, Hammer. Der hat Blocken, Knochenbrecher, robust, noch einen Rüstungswert oben drauf. Und am Ende hat er sich dann überlegt, ach, gehen wir dem auch nochmal unterstützen. Ich hätte das vorher gemacht, ich hätte ihm das hier, also den hier... Der ist robuster als ein Ork, muss man ganz ehrlich sagen. Der geht schon fast als Zwerg durch. Der müsste eigentlich nur noch Tackle bekommen und dann wäre er der elitärste Zwerg auf diesem Planeten. Dann, die hatten wir, glaube ich, schon. Genau, dann kommen wir zu dir. Ein weiterer Blitzer, der Bewegung verloren hat, aber auch neben Blocken Knochenbrecher und robust hat. Und hat diese Verletzung. Jung musste kurz husten. Hier haben wir einen verdammt guten Fänger. Der hat natürlich von Haus aus Ausweichen und Fangen. Blocken. Er hat einen Geschicklichkeitspunkt mehr. Der Typ geht ab wie ein Elf, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist wie so ein Waldelfenfänger, bloß halt mit ja, ein paar anderen netten Fähigkeiten, die sich auch erstmal holen müssen. Er hat sprintsicher Sprinten. So nebenbei hat er sich dann auch noch hier anscheinend Ballgefühl geholt, falls man auf die Werfer nicht vertrauen kann. Und und er hat ebenfalls auch irgendwann mal eine Verletzung erlitten. Das heißt, er wird wohl leichter kaputt gehen. Dann haben wir hier einen weiteren Fänger, der ist auch gar nicht so schlecht. Im Grunde ähnliche Situation wie der andere, nur mit einem Unterschied. Er besitzt kein Geschicklichkeit 4, dafür hat er einen Rüstungspunkt weniger, hat aber dafür wiederum noch Abwehren, was bei einem Fänger auch sehr witzig sein kann. Ballgefühl im Übrigen genauso wie der andere. Und dann haben wir da hinten die Werfer. Hier ist einer der Werfer, der hat... der ist auch so elitär. Der hat, ich glaube, Wurfsicher, Ballgefühl, Blocken, Zielsicher, Anstoßrückgabe und Teamkapitän. Und hat auch anscheinend den Nachteil, dass er leichter verletzt wird. Und hier haben wir noch einen Anfänger, Werfer, über den wir eigentlich gar keine Worte verlieren müssen. Hier haben wir noch einen Feldspieler mit 10 Erfahrungspunkten und damit Blocken und einem weiteren Rüstungspunktverlust. Und hier nochmal einen Fänger. Mit Bewegung 9! Den muss der echt sich noch ausbauen. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel für den hier verlaufen wird. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel hier nochmal für die einzelnen Spieler verlaufen wird. Bis auf einen einzigen, aber das verrate ich noch nicht. Also der ist auch ziemlich krass. Hat auch schon Blocken. Kann man sich echt nicht beschweren. Unsere OP-Shorties haben, wie ihr seht hier, der Bombur. Der hat, Unterstützen. Dann der hier, der kommt gleich raus, der Balin. Der wird ersetzt werden durch Gloin. Und dann haben wir noch Fili. Fili wird auch noch... Moment, wo haben wir ihn denn? Fili wird dich hier ersetzen. Den Oin, genau. Also wir bleiben jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz hier. Haben wir beim Nori, unterstützen nur noch Bewegung 3, aber das wird sich nicht so sehr auswirken.
Ob jetzt Bewegung 4 oder Bewegung 3, habe ich festgestellt, das macht in der Regel den Kohl nicht wett. Hier haben wir den Bofur mit, unterstützen. Mit, unterstützen den Dwar, den Trollslayer hier. Mit unterstützen den Bifur. Den Thorin mit Geschicklichkeit 2, aber dafür unterstützen und Knochenbrecher. Den Dori mit unterstützen. Dann haben wir hier den Ori, den einzigen Langbart, der keinen unterstützen hat, obwohl er schon ein Level hat, denn der hat ein, fliegenden Tackle zusammen mit Tackle barbarisch, wird auch in diesem Spiel zu, tatsächlich zur Anwendung kommen. Und ich kann jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob ihr mir das dann beantworten könnt, woran das liegt, aber ich glaube, da gibt es einen Bug, den ich ansprechen werde, wenn es soweit ist. Und dann haben wir noch den Kili, der ebenfalls blocken und unterstützen und Teamkapitän hat. So, jetzt lasse ich weiterlaufen, springe auch gleich mal weiter, damit wir sehen, wie unser Gegner seine Mannschaft aufstellt. Ich springe so hin, Moment, so werden wir spielen, wie ihr seht. Das da sind jetzt die beiden Spieler, die ich angesprochen habe, die jetzt draußen sind. Die einzigen beiden, die keinen Unterstützen haben. Jeder andere Spieler in unserer Mannschaft besitzt, der jetzt auf dem Feld steht, die Fähigkeit unterstützen. Entschuldigung, das stimmt nicht ganz. Bis auf Ori. Ori ist die einzige Ausnahme, aber der hat wie immer einen Sonderauftrag. Der ist nämlich sowas ähnliches wie unser Manndecker. So, da kommt auch schon der Ball von den grasgrünen Real Boys 7. Und es gibt einfach nur eine sanfte Brise. Und der Ball landet genau in der Mitte des Spielfelds. Wir fangen hier schon mal an zu blocken. Und prügeln als allererstes mal hier die ersten Feldspieler weg. Mein Ziel war es natürlich relativ schnell, Kontrolle über den Oger zu bekommen. Ich muss zugeben, ich hatte mir sogar überlegt, ihn zu faulen, denn dieser Oger ist eine echte Gefahr. Immerhin konnte ich ihn gleich schon mal umhauen. Und kann jetzt hier, wie ihr seht, den Gegner zusammenschieben. Ich habe dann auch mir überlegt, also ich nutze jetzt einfach meine überlegene Prügelfähigkeit, um den Gegner ja irgendwie jetzt hier in der Mitte unter Kontrolle zu bekommen, um noch nicht mich entscheiden zu müssen, wo ich jetzt mit dem Ball, den ich erfolgreich aufheben konnte, hingehen möchte. Ich fange jetzt erstmal an, hier einen sehr, sehr großzügigen Cage zu bauen, also keinen direkt drumrum, sondern diesen, eher so die Elfenvariante des Cages. Einfach, weil ich mir die Bewegungsfreiheit jetzt gerade eben am Anfang noch lassen will. Die Menschen sind schnell, aber so schnell sind sie auch nicht. Und ich vertraue da schlicht und ergreifend auf meinen Unterstützer, weil egal, wo sie angreifen, ich habe momentan immer irgendwo einen Zwerg, der im Zweifelsfall eine Unterstützung leisten kann und er maximal mit einem Würfel was tun kann. So, der Ogre ist aufgestanden, ist ja auch kein Wunder, ist nur eine 2+. Mit einer 3 schafft man das dann relativ locker. Und er fängt jetzt schon an, hier zu blitzen, was ich... Ja, was ich ein bisschen verwunderlich fand, ich meine, er schafft es. Ich wäre eher an seiner Stelle versucht, da reinzugehen. Und wir haben gleich mal am Anfang sofort mal einen Rüstungsbrecher auf Gloin. Zum Glück ist er nur gelähmt, aber die Verletzung mit 8, also er wäre K.O. gewesen. Also ich gehe davon aus, dass eine 8 eigentlich ein K.O. wäre. Ich glaube, nur dank Robust war da nichts. Ja, wie ihr seht, er tut eigentlich gar nicht allzu viel mehr. Er wartet jetzt einfach mal. Er wartet tatsächlich einfach mal ab, was ich tue. Und wird dann versuchen, einzugreifen. Ich nehme jetzt hier natürlich hier den offenen Pfad dankend an und baue jetzt den Cage, wie er sich gehört. Boah, der braucht echt schon eine Weile, der Zwerg, der Kili. So, und als nächstes kümmere ich mich natürlich jetzt hier wieder um den Dicken. Den Dicken. Eigentlich hätte ich den hier gar nicht gebraucht, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Und dann passieren Dinge. In meiner zweiten Runde fliegt... Moment, Pause. Fliegt der Oger raus. Das ist was Besseres hätte man nicht passieren können. Das war jetzt natürlich Luck ohne Ende. Aber kann passieren. Ich habe eine 10 gewürfelt, danach nochmal eine 10. Also alles, was ihr müsst, ist zweimal eine 10 würfeln, um den Oger loszuwerden. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich... für mich auch entschieden habe, dass diejenigen von euch, die mir geschrieben haben, dass wir bei Malkaf Rüstung nehmen sollen, diesen Rat werde ich beherzigen. Das hätte nicht geklappt, wenn Malkaf, also wenn er jetzt auch Rüstung 10 gehabt hätte. So, hier habe ich gerade eben einer meiner Rerolls verwendet. Ach so! Dinge, die Ihnen auch noch wichtig sind. Die OP-Shorties haben 1660 Punkte zu diesem Zeitpunkt gehabt. Das bedeutet, die Differenz zwischen meinem Menschengegner und mir waren über 390 Punkte.
wodurch ich 390.000 Goldstücke zur Verfügung hatte. Deswegen habe ich mir die Halblingsköche geholt, was an 7 Rerolls auf meiner Seite und gerade mal 3 oder 2, ich weiß es gerade eben nicht, ob er schon einen verwendet hat, auf der Gegnerseite feststellen konnte. Ich glaube, er hatte am Anfang 3. Darüber hinaus habe ich mir noch einen, Moment, sehen wir es vielleicht, einen zweiten Apotheker gegönnt gehabt. Er hatte nur einen, hat ihn jetzt für seinen Ogre nicht eingesetzt. Keine Ahnung warum, an seiner Stelle hätte ich mir das ehrlich gesagt überlegt, aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, beim Ogre ist nicht so viel Schlimmes passiert und er ging vielleicht davon aus, dass er ja mit uns hier jetzt dann doch noch einigermaßen klarkommen könnte. Und da kommt jetzt auch schon der Blitz, er versucht jetzt hier natürlich aufzumachen. Und jetzt macht er einen, ja doch, der Move ist sogar richtig, mich hat gewundert, dass er jetzt da reingeht, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob ihm bis zu diesem Zeitpunkt schon klar gewesen ist, dass auf fast allen meinen Spielern, ja, Unterstützen mit dabei ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ihm das klar gewesen ist. Ihr seht, er geht auf jeden Fall hier auf maximalen Konfrontationskurs. Und ich meine, ich brauche ja nicht allzu viele Zwerge. Ich brauche ja nur hier nochmal einen Zwerg hinstellen und schon kann ich hier ohne Probleme wieder mit Unterstützen voll blocken. Ja, wir sind wieder dran, stellen hier drüben unseren Zwerg auf, fangen erstmal auf der rechten Seite an zu schieben. Ich schiebe ihn erstmal darüber, dass wir hier gleich nochmal so ein bisschen nachkloppen können. Ich möchte jetzt den hier angreifen. Hau ihn um. Das ist so schön. Und der ist erstmal eingesperrt. Um den kümmere ich mich nachher sozusagen, habe ich mir gedacht. Ich stelle hier den guten Gläuen auf und fange jetzt da drüben an. Ich habe nämlich mir zu diesem Zeitpunkt schon gedacht, hey, es wäre voll geil, wenn ich da drüben ein paar Menschen surfen könnte. Aber dafür muss ich sie erst mal in diese Richtung bekommen. Ja, Dinge, die man halt vorbereiten muss. Ne? So, ja, wir gehen jetzt erstmal hier so richtig fröhlich auf die Menschen drauf und schieben sie erstmal wieder dahin, wo sie hingehören. Und gehen einen Schritt nach vorne. Das ist ein Riesenraumgewinn für Zwerge. Wenn man es tatsächlich schafft, einen Bewegungspunkt nach vorne zu machen. Ja, hier schieben wir jetzt die Menschen einfach so vor uns her und haben jetzt hier einfach eine riesige Unterstützungsphalanx, gegen die der Mensch so gut wie gar nichts machen kann. Ja, und da liegt schon wieder ein Mensch im Dreck. Das Lustige war übrigens, ach nee, stimmt gar nicht, er bekam dadurch gar kein Level-Up. Ist egal, ich dachte, er hätte dadurch ein Level-Up bekommen. Egal, wir machen hier nochmal weiter zu und lassen ihn erstmal wieder ran. Und denkt daran, Moment, wo ist unser... Genau, das da drüben ist unser Ori, der mit dem fliegenden Tackle. Also immer wieder Ori im Auge behalten. Was Ori so tut, beobachtet es ganz genau, denn Ori wird dreimal in diesem Spiel in die Situation kommen, dass ein Gegner aus seiner Tackle-Zone hinausläuft. Und zwei davon sind auffällig. Mehr will ich gar nicht sagen. Er macht hier tatsächlich einen roten Block. Und ich kann nur staunen, dass er tatsächlich in beiden Fällen das Ergebnis Gegner fällt zu Boden bekommt. Er ist dran an uns. Aber jetzt, Moment, Pause. Dinge, die witzig sind. Wenn ich ihn hier dahin bekomme, wird der hier gesurft. Das ist momentan so der Gedanke, den ich habe. Den hatte ich zu diesem, auch zu diesem Zeitpunkt im Spiel. Ich muss also es einfach nur schaffen, dass der hier da landet. Dann kann ich den hier mit ihm hier surfen. So, als allererstes greifen wir jetzt erstmal hier an. Und schicken ihn erstmal gleich mal wieder zu Boden. Dann dasselbe Spielchen hier. Wir haben hier ebenfalls unterstützen, können leider nur schieben. Hier mache ich den Fehler und schiebe ihn dann nach oben. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte ihn hier lassen sollen, weil dann hätte ich weiterhin die Unterstützung gehabt. So, genau, jetzt wird hier wieder geschoben. Genau, ihr seht, was jetzt hier passiert. Zack, zack, zack. Jetzt ist genau das passiert, was ich wollte. Und jetzt passieren lustige Dinge. Ja, erstmal habe ich einen Double Skull, den kann ich ausgleichen. Und dann wird geschoben. Und damit geht sein Fänger raus und ist verletzt. Den sehen wir in diesem Spiel auch erstmal nicht wieder. Der hat die längste Zeit gegen uns Zwerge in diesem Spiel gespielt. Es ist aber auch zum Glück keine langfristige Auswirkung, von daher braucht man sich gar nicht aufregen. Schon zwei Verletzungen und dann fliegt unser Zwergilein hin und ist gelähmt. Ja, ich habe meinen Reroll schon verbraucht gehabt, ich wollte hier allerdings zumachen, das habe ich geschafft. Und muss jetzt halt damit leben, dass er jetzt halt dran ist. Aber ihr seht, also bei ihm stehen halt auch nicht mehr allzu viele. Er hat schon zwei Spieler verloren. Zwei müssen erst wieder aufstehen. Er bekommt einen Skull mit seiner ersten Aktion. Und dann ein Bose Down. Und nichts ist passiert. Und sein Reroll für diese Runde ist schon verbraucht mit der ersten Aktion. Leider kann er dann Nori doch zu Boden schicken. Aber unsere Rüstung ist gut genug, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Ja, hier haben wir jetzt allerdings noch weiteres Surfing-Potenzial, wie ihr seht. Ungeachtet der Tatsache, dass... Ja, hier jetzt gerade eben die Rüstung von unserem kleinen Zwerg durchschlagen wurde. Ich weiß gerade eben gar nicht, wer es ist.
Bombur ist es, genau. Bombur wird jetzt hier gerade eben zu Boden gelegt. Wenn wir jetzt ihn hier hinpacken, können wir da reinblitzen. Also ja, es gibt hier gerade mehrere Optionen, die wir haben. Das Problem ist bloß, jetzt sind diese Optionen nicht mehr allzu groß. Jetzt müssen wir es wieder so schaffen, dass ein Spieler da landet und mit dem anderen können wir dann dahin blitzen. Das wird auch gleich passieren. Er befreit jetzt erstmal einen seiner Spieler hier. So, jetzt sind erstmal wieder wir dran. Ganz, ganz kurz Situationsüberblick. Wie gesagt, wenn wir jetzt mit ihm hier, also wir können jetzt erstmal mit ihm hier da angreifen, dann ist, wenn wir den hier jetzt da hinbekommen, haben wir hier eine Unterstützung auf ihn. Dann kann tatsächlich unser Ballträger, eine unorthodoxe Methode, aber momentan sehe ich keine andere Möglichkeit, diesen hier angreifen, um ihn dahin zu befördern. Und dann können wir mit ihm hierhin blitzen und dann surft der Nächste. Mal schauen, was passiert. Erstmal fange ich wie immer auf der rechten Seite an. Stell erstmal Spieler auf und jetzt kommt das, was ich gesagt habe. Funktioniert, Nummer 1. Dann kommt der Block hier. Funktioniert ebenfalls wunderbar. Tja, und jetzt kommt der Blitz. Ja, also ganz im Ernst, das kann kein schlechter Spieler gewesen sein. Jemand, der eine Mannschaft hat, die so hoch ist, mit über 2000 Punkten, 2050 waren es, wenn ich mich recht erinnere. Also ich weiß, es waren 390 Punkte mehr als meine Mannschaft und ich meinte, meine Mannschaft hatte 1660. Der kann kein schlechter Spieler sein. Er schien aber so ein bisschen, was uns Zwerge angeht, so ein bisschen, ja, überfragt gewesen zu sein. Also mit der Menge an Unterstützen, die ich habe. Diese Situation habe ich übrigens schon mal erlebt, als einer zu mir schrieb, oh Gott, hast du viel Unterstützen. Aus meiner Sicht die einzige sinnvolle Wahl bei Zwergen als ersten Skill. Mit Ausnahme der Läufer. Die Läufer, die sollten erstmal Blocken bekommen und als zweites dann unterstützen. Es sei denn, sie bekommen irgendwie Geschicklichkeit dazu oder sowas in der Art und Weise. Ja, und als drittes werde ich meinen Zwergen natürlich Knochenbrecher geben, weil die Jungs sind natürlich von der guten Wirtshausschlägerei absolut prädestiniert. So, hier hat er jetzt seinen letzten Reroll verbraten. Man merkt schon, also er hält mich momentan noch auf, aber zu welchem Preis? Er verliert Spieler um Spieler. Er hat jetzt schon insgesamt drei Spieler nach draußen verloren. Entschuldigung. Ja doch, es waren drei. Und er macht jetzt hier tatsächlich auf, weil er, also nicht, weil er mich, glaube ich, durchlassen will. Er will, glaube ich, dass ich den Fehler mache und jetzt ihm hier in die Falle gehe, dass er mich wiederum surfen kann. Aber das, den Braten habe ich gerochen und habe mir gedacht, nee, mein Freund, nicht mit Commander. So, hier bewegen wir jetzt erstmal Zwerge nach hinten. Wie ihr seht, das hier ist jetzt, ja, unser Ori. Der steht jetzt ganz, ganz lustig hier am Ebert Philibert. Und, ja, bedroht jetzt hier die Rückseite der Gegner. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir hier vor? Wir lassen jetzt erstmal natürlich den Cage, wie er ist. Wir haben noch Zeit. Mein Gedanke war, drei Züge, das kann ich schaffen. Drei Züge, das ist etwas, was man in der Runde noch schaffen kann. Aber dafür muss ich jetzt hier die Gegner mal so ein bisschen zusammenstauchen, dass sie uns nicht mehr hier so auf den Keks gehen können, wie ihr seht. Und deswegen stelle ich sie jetzt hier einfach zu, dass es nur so scheppert. Ja, hier passiert leider nicht viel, deswegen gibt es einen Reroll. Wir haben ja genügend davon. Ich habe jetzt sogar schon mehr, als ich noch überhaupt benutzen kann. Und es gibt eigentlich jetzt nur noch einen Menschenspieler, der hier jetzt ohne Strafe irgendetwas tun kann. Deswegen laufe ich jetzt hier mit unserem Ballträger darüber. Ist auch unorthodox, aber wenn ich in der nächsten, also wenn ich in dieser Halbzeit noch einen Touchdown machen will, dann muss ich das tun. Und er ist jetzt natürlich dazu gezwungen, mehrere Aktionen durchzuführen. Erstens, hier klappt gar nichts. Denn blocken haben beide und deswegen passiert da nichts. Hier wird jetzt erstmal fröhlich geschoben. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass er dann doch noch so viele, in dem Fall zwei Double-Würfel hatte. Aber da hatte er irgendwo, glaube ich, einen Typen, der ebenfalls unterstützen hat. Genau den hier nämlich. Und deswegen kann er uns jetzt hier gerade eben mal wieder so ein bisschen zusammenschieben. Und hier kommt er leider gefahrlos raus. Und hier leider ebenfalls. Ja, und jetzt haben wir wieder so eine verfahrene Situation. Man denkt sich, ach kacke, wie machen wir das jetzt mal ganz, ganz kurz? Sekunde. Als allererstes räume ich hier Spieler frei. Denn ich weiß, ich muss jetzt irgendwie es hinbekommen, dass der hier den hier umhaut. Dann muss ich es irgendwie hinbekommen, dass irgendeiner von denen den hier wegblitzt. Dann kann ich nämlich mit ihm laufen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwelche Spieler hier, ja, dazu bekommen, dass das klappt. Das heißt, der hier muss noch weg. Also einer von den beiden muss auf jeden Fall da noch rüber. Sonst wird das nicht funktionieren. Ja, erstmal werden hier jetzt Menschen gefällt ohne Ende. Genau, jetzt kommt der Blitz, den ich angesprochen hatte.
In der Hoffnung, dass der hier down geht. Er geht auch down. Und jetzt gehen wir diese zwei Schritte, wenn ich mich recht erinnere, noch dahin. Genau. Und jetzt kann ich diese Attacke dahin führen gleich. Aber als allererstes, genau, hole ich mir nochmal die Unterstützung, dass die Typen hier auch alle so richtig schön Spaß haben werden. Ja, hier stelle ich noch zu, dass sie hier auch nicht mehr rauskommen. Ich glaube, hier stelle ich jetzt noch einen hin. Ah, ne, stimmt gar nicht. Hier, da gehe ich noch hin. Ja, ich kann leider nur schieben, was mich sehr geärgert hat. Also das hat mich wirklich gewurmt. Genau, und jetzt wird der hier noch zugestellt, weil Spaß und so weiter. Ich attackiere jetzt da oben. Mach da meinen Reroll, der war wichtig. Es gibt ein Abwehren, aber das ist egal. Der Typ ist gelähmt und wird erstmal nichts mehr tun. Das war ebenfalls wichtig. Ja, und der kleine, wie heißt er nochmal, Kili war es, glaube ich. Genau, nee, Fili. Fili läuft und ist jetzt in Touchdown-Reichweite. Und da haben wir eine weitere reguläre Verletzung ausgeführt von Uri. Tja, Uri steuert mit großen Schritten auf seinen, wie soll ich sagen, ja, echten Zwergenstatus, nämlich mit Unterstützen zu. Ja, das hier war jetzt weniger erfreulich. Aber das hier umso mehr. Tja, in dem Moment tritt halt dann doch mal ein, dass es nur eine 3-Plus-Wahrscheinlichkeit ist, auszuweichen. Und er hat vorhin zwei Ausweichenwürfe geschafft. Einmal hier, falls ihr euch erinnert, in seinem letzten Zug. Und rein statistisch ist das absolut legitim, dass er jetzt beim dritten Versuch, nachdem zwei geklappt haben, einer eben nicht klappt. Hätte auch schief gehen können, sind wir ehrlich. Hätte schief gehen können, ist aber so nicht eingetreten. So, ich schaue jetzt erstmal den hier weg, dass ich dann mit ihm hier wiederum darüber blitzen kann. Und dann werde ich gierig. Denn ich merke ja, dass ich ihn kontrolliere und dass ich noch so viele Rerolls habe. Und schon wieder durch die Rüstung gekommen. Allerdings nicht mit Schaden, sondern einfach nur mit ein bisschen Aua, Aua. So, hier greife ich jetzt an. Wie gesagt, werde gierig. Eigentlich sollte man ja immer einen Touchdown machen, wenn man einen Touchdown machen kann. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich ja überall zwei Würfel habe und ich frage mich auch die ganze Zeit, warum ich eigentlich nur zwei Würfel habe, und nicht auf noch mehr komme, aber egal, es funktioniert. Never change your running system. Mache zwar keine weiteren SSP, aber kann jetzt völlig gefahrlos durchlaufen. Und das 1:0 mit dem letzten Zug der ersten Halbzeit machen. Ich genieße diesen Moment nochmal, weil es war nicht so einfach, wie es gerade eben vielleicht ausgesehen hat. Könnt ihr mir glauben, der Typ war durchaus ein sehr, sehr taffer Gegner. Also sein Problem war einfach nur, dass er aufgrund der Tatsache durch den Verlust, also den frühen Verlust seines Ogers, sehr, sehr schnell gegen die Zwerge kein Land mehr gesehen hat. Wenn der jetzt noch da gewesen wäre, wären diese ganzen Spielzüge garantiert komplett anders abgelaufen. Ihr seht, ich ändere meine Aufstellung, weil ich weiß, dass er niemanden hat, der rasend ist. Und baue jetzt hier sozusagen so eine Art Elfenverteidigung auf. Zumindest plane ich das fürs nächste Mal. Und dann realisiere ich, verdammt, das ist ja noch gar nicht die Halbzeit gewesen. Das war ja das ist ja jetzt sein letzter Zug. Ich will jetzt hier niemanden riskieren und mache jetzt sozusagen hier die Feigling-Methode. Und stelle jetzt meine Zwerge einfach mal alle ganz, ganz kurz mal nach hinten. Aber das können wir kurz überspringen. Er ist jetzt dran. Er stellt ja sich maximal aggressiv auf, wie ihr seht. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er faulen würde. Naja, wir werden gleich sehen, ob er es tut. Perfektes Blood Bowl-Wetter. Der Ball springt einfach nur eins nach rechts und landet dann da. Genau, nämlich hier kündigt sich es eigentlich schon an, sodass ich mir gedacht habe, oh, das sieht so aus, als würde jetzt hier gleich irgendwie den hier weghauen, stehen bleiben und dann hier ihn hier reinschubsen und so weiter und so fort. Ich habe übrigens auch die billigen Zwerge, also Balin und Oin, dahingestellt und unseren Verletzten. Damit ja keiner irgendwie, der schon wirklich was auf dem Kasten hat, da jetzt in Gefahr gerät. Hat tatsächlich jetzt hier drei Würfel, ne? Das habe ich im ganzen Spiel noch nicht fertig gebracht. Und er kommt tatsächlich durch die Rüstung. Und dann nimmt er den Ball auf. Will einen Pass spielen? Und Bullshit is going to happen, wie ihr seht. Man fasst es nicht. Er schafft es tatsächlich nicht, den Ball zu passen. Macht einen Reroll. Ungenauer Pass. Nicht mal die SSP hat er bekommen. Das tat mir in dem Augenblick ehrlich gesagt ein bisschen leid. Also, ich habe ja
kein Problem damit, wenn meine Gegenspieler tatsächlich auch ein bisschen SSP bekommen, solange es sozusagen nicht auf die Kosten meiner Knochen geht. Diese Art von SSP, wenn jemand einen Pass spielt, finde ich persönlich total ungefährlich für mich und deswegen stürzt mich auch überhaupt nicht. Vor allem, weil es für den Spielverlauf überhaupt gar keine Relevanz mehr gehabt hätte. So, dieses Mal, wie ihr seht, Moment, ich zeige euch mal, wie wir jetzt dann gleich stehen werden. Warum habe ich das so gemacht? Ach so, doch, ja. Jetzt sehe ich es wieder, genau. Das war gerade eben ein bisschen grotesk. Jetzt stehen auch wieder die richtigen Zwerge da vorne, wie ihr seht. Die zwei ohne Unterstützen sind draußen. Und er hat natürlich hier wieder die Anstoßrückgabe. Und wir haben die drückende Hitze. Gut, man kann jetzt sagen, die drückende Hitze wirkt sich natürlich erst dann aus. Oh, gleich mal Totenschädel, ne? Und, ja, aber das ist halt das Problem, wenn du nur einen Würfel hast, ne? Also die Unterstützung hier, ich muss auch ganz ehrlich sagen, er schafft es jetzt hier gerade eben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefragt, warum er nicht einen seiner Spieler hier hinstellt. Das ist, klar, er würde einen seiner Spieler dadurch verlieren, um irgendetwas anderes damit zu tun. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass meine Zwerge ja bei weitem nicht schnell genug sind. Also, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er noch nicht allzu oft gegen Zwerge gespielt hat. Was mich wundert, denn ich habe schon wahnsinnig oft. Und, ja, also er scheint eher so mit Elfen und mit Skaven und so weiter und so fort Erfahrung zu haben. Auch seine gesamte Skillung ist eher so auf Elfen und Skaven ausgerichtet. Also er hätte jetzt quasi hier noch einen Spieler hin tun können und dann hätte er ohne Probleme die drei hier vermoschen können. Ihr seht, er geht auch tatsächlich zurück, spielt jetzt einen Pass, holt sich auf jeden Fall jetzt hier schon mal einen sicheren SSP. Oder was heißt einen sicheren? Vorhin war es leider nicht ganz so sicher. Da kommt jetzt der Skull. Mit einem Würfel kann sowas halt immer passieren. Kann immer passieren mit einem Würfel. Wobei man dazu sagen muss, dass sein Pech jetzt hier in diesem Spiel schon ziemlich rabiat geworden ist. Ja, und ich gehe jetzt hier natürlich in die Offensive. Ich möchte jetzt hier natürlich rein. Ich weiß, der Ball ist da hinten. Ich weiß, ich kann die Typen jetzt hier kontrollieren. Die stehen für mich jetzt so ideal, dass wenn ich es richtig mache, kann ich die einsperren. Und die tun dann einfach nichts mehr, weil die kommen dann nicht mehr raus. Tja, seht einfach mal, wie ich das Ganze jetzt hier mache. Ich gehe jetzt hier so um die Ecke rum, will den jetzt hier reinschieben, dass ich ihn jetzt hier dahin bekomme. Genau, jetzt ist der hier kontrolliert. Jetzt stelle ich den hier noch zu. Dafür muss ich natürlich jetzt ein sehr, sehr riskantes Manöver machen, aber ich habe genügend Rerolls, also was soll's. Hier stelle ich noch hin, dann komme ich jetzt noch gleich von da hinten. Genau, ich stelle jetzt einfach mal hier seine gesamte Mannschaft zu. Und egal, was er tut, er hat jetzt nur noch rote Würfel. Er hat nur noch rote Würfel. Kann nichts tun. Meine beiden Trollslayer stelle ich links und rechts sozusagen als Abfangjäger auf, um mal das Wort zu benutzen. Ja, mal gucken, ob er überhaupt was tun kann. Also das Einzige, was er eigentlich tun kann, ist versuchen auszuweichen. Aber, Moment, er kommt ja gerade eben angelaufen. Ich will gerade eben mal gucken, wo er ist. Genau, da ist Ori. Merkt euch, hier steht Ori. Ja, hier will er jetzt einen Blitz machen. Der kommt auch. Und der wird auch funktionieren. Er wird natürlich versuchen, jetzt mit dem hier dann durchzulaufen. Das ist sein schneller. Ne, Entschuldigung, sein Geschicklichkeits-4-Spieler ist das. Und jetzt macht er gleich einen Fehler. Genau, mit ihm hier. Bewegt er sich los. Fliegender Tackle ausgelöst. Also ich hab's gemacht mit... Auf die 6 hätte er ausweichen müssen, wie ihr seht. Tackle, fliegender Tackle. Er hatte keinen automatischen Reroll. Stellt fest, dass er durch die minus 2... Moment. Und dadurch, dass er hier noch gestanden ist, Thorin, minus 3 hätte er ausweichen müssen. Das schafft ein Mensch nicht. Das wäre sogar für einen Elfen total unwitzig gewesen. Und deswegen, also da hat er überhaupt nicht drauf geachtet, welcher Zwerg hier gewesen ist. Und das war, ja, das beste Beispiel dafür, warum fliegender Tackle in Kombination mit Tackle geil ist. Ja, Turnover. Und ich kann sagen, das war jetzt eine von drei Situationen, wo fliegender Tackle meiner Meinung nach relevant gewesen ist. Zwei weitere werden kommen, aber die werden sehr, sehr kurios. Also die Kuriosen, da werden wir auch drauf achten müssen, da werde ich auch nochmal pausieren, vielleicht nochmal zurückspulen müssen.
damit wir diese Situationen erkennen. Denn wir müssen Ogi immer im Auge behalten. Neben der Tatsache, dass wir jetzt hier natürlich weiterhin auf das Unterstützen so ein bisschen achten. Hier kann ich jetzt zu meinem Ärger nur ein bisschen schieben, was mir Sorgen bereitet, weil dadurch könnte der ja hier durchkommen. Und das wollen wir doch nicht. Das wäre doch nicht cool. Ich weiß, ich werde jetzt noch gleich blitzen. Aber das mache ich erst, wenn es mir genehm ist, wie ihr seht. Also ich tue noch mehr Spieler aufstellen. Ich weiß, er schafft es in dieser Runde noch nicht. Ich muss auf jeden Fall jetzt einfach die Spieler so umorganisieren, dass es so funktioniert, wie ich es gerne hätte. An der Stelle hätte ich den Reroll nicht einsetzen können. Ich wurde da ein bisschen pissig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, völlig zu Unrecht. Denn ich hatte bis jetzt kein Pech. Das muss man dazu sagen. Ich hatte bis jetzt kein Pech. Ich wollte aber diesen Spieler hier frei bekommen, damit ich hier zustellen kann. So, und jetzt kommt der Blitz. Weil er nur Stärke 2 hat, habe ich tatsächlich 2 Würfel. Er hat Ausweichen, wir leider kein Tackle und deswegen steht er jetzt einfach mal da. Aber wir stehen auch da. Und so schnell kommt er da jetzt nicht mehr raus. Ja, und wieder ein Menschlein, das zu Boden geht. Ich schiebe meine Zwerge dadurch weiter in die Richtung zum Gegner. Haben eine weitere Verletzung. Was für unsere Mannschaft hier natürlich richtig, richtig nice ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich auch an der Stelle war ich schon wieder beeindruckt. Guck mal, 4 Verletzte, dass mein Gegenspieler das Spiel nicht aufgab. Ich habe immer wieder riesigen Respekt vor solchen Leuten. Ja, und jetzt kommt hier natürlich der Moment. Er will, Moment, jetzt kommt, stopp. Er möchte mit diesem Spieler jetzt hier, keine Ahnung, sein Gedanke war, glaube ich, er surft ihn. Er kann ihn aber gar nicht surfen. Er kann ihn eigentlich nur dahin hauen. Hier steht Ori. Ihr seht, er geht durch die Tackle-Zone von Ori. Ich werde nicht gefragt. Das muss ich dazu sagen. Ich wurde nicht gefragt vom Spiel, ob ich fliegender Tackle einsetzen möchte. Bug oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wenn, also vorhin stand er daneben, schon klar. Aber auch jetzt, also von der Beschreibung her, ist es nur, dass man, ja, also ich kann sie jetzt hier gerade eben nicht aufrufen, aber dass man halt fliegender Tackle halt dann einsetzen kann, wenn ein Gegenspieler, der sich in der Tackle-Zone befindet, diese verlassen will. Beim Durchqueren befindet er sich in der Tackle-Zone. Oder habe ich das falsch verstanden? Kann man fliegender Tackle dadurch nicht einsetzen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum das dann nicht gehen soll. Denn letzten Endes ist es ja völlig egal, ob der Gegner, also für alle anderen Aktionen ist es ja egal, ob der Gegner jetzt da steht und weggeht oder durchläuft. Rein von der Spielmechanik her sehe ich da keinen Unterschied. Aber, naja. Ah doch, er kann ihn ja surfen. Er hat ihn ja da oben hochgeschickt. Genau. Stimmt, er surfte ihn. Ich erinnere mich. Er hat tatsächlich Torin gesurft. Ist aber nichts passiert. Torin steht jetzt halt draußen. Kann sich das Ganze von draußen angucken. Und zieht sich nochmal zurück, weil er merkt, oieiei, das ist eine verfahrene Situation. Aber wie gesagt, das habe ich nicht verstanden, weshalb ich da mit fliegender Tackle nichts tun durfte. Also im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr gefragt wurde. Falls jemand von euch weiß, ob das so gewollt ist, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Es würde mich brennend interessieren, weil genau die gleiche Situation kommt nochmal im Spiel vor, wo jemand durch Oris Tackle-Zone durchrennt und ich mich eigentlich schon freue, weil ich es ja kommen sehe und dann passiert wieder gar nichts. Also, so viel dazu. Ich meine, ich kann mich nicht beschweren. Ihr seht ja, dass ich das Spiel des Menschen total kontrolliere und ihr seht auch schon, er zieht sich schon zurück. Also, er ist ein bisschen ratlos, ob der Tatsache, was hier abgeht. Und ja, und jetzt kommt hier mein nächster Surf-Versuch. Ich hätte ihn schon umhauen können, wähle aber lieber das Schieben, denn ich möchte ihn lieber loshaben. Ja, ich möchte die Menschen lieber draußen haben, weil umso weniger Menschen auf diesem Spielfeld ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch einen Touchdown machen kann. Auch wenn das bis dahin noch ein weiter Weg sein dürfte. Aber bis jetzt stehen nur noch 2 Menschen. Und wie ihr seht, fange ich jetzt an hier, ja, unter höherem Risiko die Menschen zuzustellen. Zumindest habe ich es vor. Und will auch hier mit unserem kleinen Trollslayer natürlich anfangen, ihn hier oben zu bedrohen. Und wieder ein Rüstungsdurchschlag. Zwar wieder ohne größere Konsequenz, aber auch der sieht Sterne. Also er hat jetzt momentan 1, 2, 3, 4 Spieler, 5 Spieler, mit denen er noch was tun kann jetzt in seiner Runde, wenn er dran ist.
aber die müssen erstmal aufstehen und können, müssten ausweichen, und für manche ist es bockschwer, überhaupt auszuweichen. So, er macht jetzt hier den Weg außenrum, macht ein riesiges Risiko, hat aber natürlich auch die Möglichkeit, weil er Sprinten und Sprint sicher hat. Und, Moment, stopp. Da hatten wir gerade eben die Situation. Moment, ich springe nochmal zurück. Das will ich nochmal gesehen haben. Das war wieder die Situation. Hier, der hier steht auf und ich wurde wieder nicht gefragt. Also als allererstes nochmal unsere Aktion. Das hatten wir schon gesehen, bla bla bla. Genau, ich beende jetzt hier meine Runde. Er ist jetzt dran. Wir achten jetzt hier, auf den Eumund Frey. Der jetzt hier gleich aufstehen wird, nachdem der hier gelaufen wird. Das hier ist Ori, wie ihr seht. Tackle und fliegender Tackle. Der hier wird jetzt gleich aufstehen. Und der hier befindet sich definitiv in unserer Tackle-Zone. Und läuft raus und ich werde nicht... Wirklich, Leute, ich wurde nicht gefragt. Ich wurde schlicht und ergreifend nicht gefragt, ob ich die Fähigkeit einsetzen will. Ihr seht es ja auch schon hier unten. Da ist auch nichts passiert. Man sieht auch nicht irgendwie fliegender Tackle oder sonst irgendwie. Ich kann es mir nicht erklären. Das muss ein Bug sein. Oder kann man fliegender Tackle nur einmal im Spiel einsetzen? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hätte ich es nicht geskillt. Dann wäre es ziemlich von Arsch. Dinge, die ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Aber Karma is a bitch. Dann passiert sowas. Ich meine, eigentlich hätte es schon viel früher passieren müssen, meiner Meinung nach. Wobei, wahrscheinlich hätte er es trotzdem geschafft. Aber naja, er hätte auf jeden Fall es nicht so einfach gehabt. Und wieder ein Rüstungsdurchschlag. Wie gesagt, unterstützen ist barbarisch. Um mal nochmal ein paar Worte zum Unterstützen zu verlieren. Und jetzt habe ich ja gleich die Möglichkeit, hier rüber zu blitzen. Tatsächlich mit, mit Bofur. Mit Bofur können wir da gleich rüber blitzen. Und wir haben auch Bifur frei, der auch eine höhere Bewegungsreichweite hat. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, den stelle ich jetzt hier zum Unterstützen hin, wie ihr seht. Auch natürlich mit höherem Risiko, aber das muss ich jetzt machen, um zu verhindern, dass er da hinkommt. Natürlich schaffe ich es mit einer 6, ne? Zwerge schaffen ihre Laufenwürfe fast immer. Vorhin hat es einmal nicht geklappt, aber nach meiner Erfahrung schaffen Zwerge das häufiger als Elfen. So, wir greifen an. Hauen ihn natürlich direkt um. Auf der anderen Seite, wir hätten auch Tackle gehabt, also selbst ausweichen hätte ihm nichts geholfen. Und der Ball liegt jetzt mal ganz gemütlich einfach mal hier so rum. Ich hatte mir kurz überlegt, ihn einsammeln zu wollen, aber dann habe ich mir gedacht, ne, schlechte Idee. Weil nicht mit ihm hier, mit Geschick 2 ist es keine gute Idee. Ja, hier hat er es tatsächlich versucht. Tackle hat zugeschlagen. Er nimmt natürlich sofort wieder den Ball auf und ich denke mir, oh ja, supi, das hättest du dir sparen können. Ballübergabe. Und jetzt hat sein anderer Läufer den Ball und rennt erstmal wieder nach hinten. Also, es hat auch was Komödiantisches, muss man ganz ehrlich sagen. Also, man merkt, dadurch, dass ich seine Mannschaft so unglaublich krass kontrolliere, durch das viele Surfen und die vielen Verletzungen, die ich ihm beibringen konnte, obwohl er genügend Ersatzspieler hatte. Die meisten seiner Spieler werden die ganze Zeit eigentlich nur geprügelt. Das sind geprügelte Hunde. Also ich würde es ihm auch nicht verdenken, wenn ihm das Spiel keinen Spaß gemacht hätte. Aber ich weiß es nicht. Er hat mir nie irgendwie was geschrieben. Und irgendwann habe ich es dann halt auch aufgegeben. Muss man ganz ehrlich sagen. Also irgendwann schreibst du den Leuten halt nicht mehr, wenn da halt nichts kommt. Keine Reaktion auf irgendwas. Dann sage ich mir halt auch, ja gut, dann spiele ich halt mein Spiel. Ist dann nicht mein Problem. Ja, hier hat tatsächlich mal wieder mal ein Reroll sein müssen auf unserer Seite. Wir haben noch 3 für 4 Züge, beziehungsweise noch für 3 verbleibende Züge. Das heißt, wir haben jetzt genau für jeden Zug noch einen Reroll. Und hauen wieder einen Menschen um. Es stehen nur noch 2 Menschen. Und da klappt mal wieder ein, ja, ein Laufenwurf nicht. Aber der kommt hier nicht rum. Der muss tatsächlich dann den langen Weg gehen. Sonst muss er nämlich über mehrere Tacklezonen gehen. Und das bedeutet, der hat ein Problem, den Ball jetzt hier durchzubekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr Prügelmannschaften spielt, Leute, gebt ihnen Unterstützen so viel ihr könnt. Das gilt auch für Orks. Gebt ihnen Unterstützen, auch den Schwarzorks. Blocken und als zweites sofort unterstützen. Der Knochenbrecher ist gar nicht so wichtig. Knochenbrecher würde ich tatsächlich als zweites oben drauf setzen. Aber nach Blocken, meiner Meinung nach, sollte Unterstützen bei einer Prügelmannschaft her. Ja, er übergibt tatsächlich den Ball. Okay, mit Geschwindigkeit 4 kann man das mal machen. Aber dann schlägt Tackle mal wieder zu.
Und er hat keinen Reroll mehr gehabt. Gut, auf der anderen Seite, das war jetzt, kann man auch jetzt wieder als Karma bezeichnen. Nachdem er es um Zweier Schwert geschafft hat, den Ball zu fangen, also auf die 4 plus, 50-50, ist dann quasi ein 3 plus Ausweichenwurf, der dann einfach mal schief geht, durchaus realistisch. So, wir versuchen den Ball zu befreien, was irgendwie nicht so recht klappen will. Auf den ersten Versuch, beim zweiten klappt es dann doch. Denn mein Plan war, irgendwie den Ball aufzuheben. Und ihr seht, ich habe auch nicht mehr allzu viel Zeit. Mein Problem ist, dass ich tatsächlich einen meiner Läufer draußen gelassen habe. Und zwar den Fili. Ich habe nur noch den Kili. Der Kili ist nämlich hier. Ich realisiere, dass der Kili ohne weiteres da gar nicht mehr so hinkommen wird. Also, was machen? Was tut man in einer solchen Situation? Tja, man greift dann zu verzweifelten Maßnahmen, die gleich kommen werden. Vor allem, weil er jetzt in dieser Runde... Also da hat mir der totale Fail-Bob zugeschlagen. Ich hätte eigentlich als alles mit ihm etwas tun sollen und nicht mit ihm, weil dann hätte ich mit ihm hier noch frei laufen können. Ja, wir haben jetzt einen Zug weniger, als mir lieb ist. Also die verzweifelten Maßnahmen werden noch verzweifelter. Und wir hauen jetzt erstmal hier die Menschen nochmal zu Klump. Aber der tut nur so. So schlimm war es gar nicht. Der Detlef. Dem Detlef geht's gut. Genau, hier bleibe ich stehen, weil da liegt ja einer. Ne? Immer schön Kontrolle über die Gegner behalten. Und hier haben wir genau die gleiche Situation. Kontrolle über die Gegner behalten. Hier greife ich jetzt an. Habe ich nur einen Würfel. Ist sehr riskant. Schiebe ihn da drauf und bekomme dann den Skull, den ich verdiene. Ja, er hatte halt hier diesen einen unterstützenden Spieler. Ne? Ich hätte es andersrum machen sollen, aber ich wollte es unbedingt so machen. Bin selber schuld gewesen an der Stelle. Da schlug die Gier zu. Was ihm jetzt natürlich wieder Möglichkeiten gab, wie ihr seht. Er haut den Ball in der Hoffnung, dass der Ball dadurch befreit wird. Und haut sogar Bifur K.O. Aber ich sage mir, hey, ich habe zwei Medics. Nö, das machen wir nicht. Der Bifur bleibt auf dem Feld. Und dadurch liegt der, zufälligerweise liegt der Ball hier. Es kommt nochmal zu der Situation, dass Tackle zuschlägt. Ich meine, er weicht ja auch in eine Zone aus. Und ohne Reroll ist das brandgefährlich. Ein Wurf auf die 3 plus, dürfen wir nicht vergessen, ist und bleibt brandgefährlich. So, wie gesagt, jetzt kommen gleich die verzweifelten Maßnahmen. Ich habe noch zwei Züge, um den Ball irgendwie von da hinten hinzubekommen. Sieht für Zwerge absolut utopisch aus. Ist es auch fast. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten. Möglichkeiten, die man nur dann anwendet, wenn alle anderen Stricke gerissen sind. So, jetzt kommt der Moment. Unser kleiner Läufer rennt zum Ball. Muss extra noch einen, ja, Go-For-It mitnehmen, um den Ball aufzuheben. Schafft den Go-For-It, schafft den Ball aufheben. Und jetzt kommt, verdammte Scheiße, an wen gibt man jetzt den Ball? Der nächste Spieler ist der hier mit Geschick 2. Der hat jetzt schon eine 50-50 Chance, um den Ball überhaupt zu fangen. Von da nach da ist es auch noch eine 50-50, um den Ball zu werfen. Und jemand könnte versuchen, den Ball abzufangen. Wir könnten den Ball an ihn hier spielen. Gleiche Situation. Zwar ein bisschen leichter zum Werfen, aber der kommt hier einfach ohne weiteres nicht mehr raus. Das bedeutet, wir haben nur noch die Möglichkeit, einem von diesen drei Spielern hier den Ball zu geben. Aber alle drei sind, ja, Langbärte mit Geschick 2. Tja, schaut mal, was passiert. Der unwahrscheinlichste Pass, den Zwerge spielen, findet statt. Ich nehme hier ein Go for it, zwei Go for it und bin in einer realistischen Touchdown-Situation. Ich habe es ehrlich gesagt selber nicht glauben können. An der Stelle fing ich an, mich zu schämen. Nee, nicht wirklich. Ich habe mich gefreut. Ja, meine Sorge war, wie stelle ich jetzt die Typen hier zu? Habe jetzt auch noch das Glück, dass ich tatsächlich den hier noch umhaue. Dadurch hat der jetzt hier ein echtes Problem. Hier greife ich noch an, der hat, ja, hier wende ich tatsächlich gar noch meinen Reroll auf, prügel ihn da runter und jetzt ist keiner mehr von den Gegenspielern dazu in der Lage, an ihn realistisch ranzukommen. Er gibt auf, wie ihr seht, er macht keinen Zug mehr, er gibt's auf. Ich mache meinen Punkt und beende das Spiel damit tatsächlich 2:0 gegen einen Gegner, der über 390 Punkte mehr hatte als ich und der am, ja, sehr, sehr früh einen wichtigen Spieler verloren hat. Das darf man nicht vergessen. Die Sache mit dem
Ogre war für meinen Gegenspieler definitiv mitspielentscheidend. Aber er hat, glaube ich, auch gegen meine Mannschaft relativ wenig, ja, überhaupt an Mitteln gehabt. Er hatte einige Spieler, die Tackle hatten und so weiter und so fort. Ich glaube, gegen Elfen und gegen Skaven hätte diese Mannschaft durchaus etwas tun können. Aber gegen meine Zwerge war da kein Kraut gewachsen. Dazu kamen dann immer weitere Verluste auf seiner Seite, die zugegebenermaßen glücklich waren. Aber, ja, was soll man sagen? Also gegen Ende wurde es dann einfach nur noch bizarr mit dem Wurf. Aber solche Spiele gibt's halt auch mal. Ja, ich persönlich fand das Spiel deswegen, weil hier einfach so viel, unglaublich viele Bullshit passiert ist, durchaus sehenswert. Und ich muss nochmal husten, Entschuldigung. Ja, und ich persönlich bin über eure Meinung gespannt, auf eure Meinung gespannt, so rum. Und würde natürlich gerne nochmal von euch wissen, die Sache mit dem fliegenden Tackle. Ich habe diese Situation ja euch gezeigt und beschrieben und wie ich mir das vorgestellt habe. Wir hatten jetzt da drei verschiedene Situationen, wie fliegender Tackle meiner Meinung nach an einem Spieler behaftet stattfinden könnte. Eine Situation hat geklappt, eine ist einer nur durchgerannt, hat nicht geklappt, das würde ich ja noch akzeptieren, aber als der Typ am Boden lag und aufstand und weglief, da hätte ich ehrlich gesagt erwartet, das hätte auch so eine Situation wie beim ersten Mal sein müssen. Aber vielleicht seht ihr es ja anders. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich möchte es wissen. So, ihr seht, der Gegner hat einmal einen Pass gespielt, also einen erfolgreichen Pass gespielt, 4 Rüstungsbrecher geschafft und wir haben 14 Rüstungsbrecher geschafft. 2 Touchdowns und einen Pass. Das ist, ja, und den unwahrscheinlichen Pass überhaupt, den habt ihr ja gesehen. So, Statistik. Wir haben auch 78 Tackles gemacht. Also wir haben den Gegner durch Prügeln kontrolliert ohne Ende. Und vieles davon, was passiert ist, ist definitiv auch auf unsere Unterstützenfähigkeit zurückzuführen. Die Skills, die ich den Zwergen jetzt hier sozusagen gegeben habe, waren absolut dafür entscheidend. Sowohl auch, was die Verletzung des Ogers angeht, obwohl das natürlich noch mit sehr viel mehr Glück in Verbindung war. Also die Verletzung des Ogers, insbesondere in der frühen Phase des Spiels, war Luck. Alles andere, was danach dann passiert ist, basierte natürlich auf diesem Glück. Aber man darf nicht vergessen, dass solche Situationen immer passieren können. Ich habe genügend Geschichten gehört von Leuten, die ihre Big Guys auch in der ersten Runde schon verloren haben, teilweise sogar durch Tod. Und solche Sachen passieren halt. Manchmal passiert es halt auch erst in der letzten Phase. Dann ist es zwar nicht spielentscheidend, aber eventuell genauso ärgerlich. Vor allem, weil es dann eigentlich für das Spiel überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Ja, danach, wie gesagt, alles was passiert ist, konnten wir sozusagen als den Grundstein, Ogre ist raus, sozusagen ausnutzen und die gegnerischen Menschen kontrollieren. Unterstützen ist verdammt mächtig, insbesondere wenn die gesamte Mannschaft das Dingens hat. Ja, wie gesagt, eure Meinung ist gefragt. Wie gut findet ihr Unterstützen? Seid ihr der Meinung, ich habe zu viel Unterstützen drauf oder sagt ihr quasi, wow, das ist genau die richtige Mischung? Eine sehr, sehr homogene Mischung. Wie gesagt, ab in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Die Menge an SSP seht ihr gerade eben nochmal. Bizarr, ne? Ihr könnt es selber zusammenrechnen. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade!